das, aber ich habe keine Ahnung. Deswegen herzlich willkommen, Anne und Jasle. Ja, herzlich willkommen. Das Problem ist ja, Jugendhackt sorgt, also wie ich das jetzt erlebt habe, für große Begeisterung bei den Hackerinnen und Hacker, die da mitmachen. Man kann aber zu alt werden. Ist ein hartes Schicksal, es ereilt den einen oder anderen früher oder später. Mich hat es schon lange, egal. Und manche entscheiden sich dann, trotzdem noch zu kommen und dann nicht als Hackerin oder Hacker, sondern als Mentorin oder Mentor. Und davon haben wir hier zwei Exemplare sozusagen. Und die wollen wir jetzt mal ein bisschen interviewen, damit ihr erfahren könnt, wie das in diesen beiden konkreten Fällen passiert ist, dass sich sozusagen ehemalige Teilnehmende in Mentorinnen und Mentoren verwandelt haben und dass ihr auch überlegen könnt, ob das vielleicht in der Zukunft für euch eine Möglichkeit wäre, auf die ihr Lust habt. So, und jetzt tatsächlich ganz konkret, wie ist das passiert? Habt ihr vor dem Anmeldeformular gesessen, habt das geklickt und dann ist mir aufgefallen, oh fuck, zu alt. Und dann haben die gesagt, so ja, dann mach doch Mentor, oder wie ist das passiert? Ja, ich habe festgestellt, dass ich irgendwie dann nicht mehr zu Jugendhackt Berlin als Teilnehmer kommen darf und habe Paula oder irgendwem anderen aus der Orga gefragt, ob ich dann als Mentor da hinkommen kann. Und die meinten dann, das sollen wir tun. War das bei dir auch so? Es war bei mir zumindest nicht so wirklich plötzlich, sondern ich hatte schon so letztes Jahr geschaut, oh, es wird knapp mit dem Geburtstag, ich habe Ende Oktober Geburtstag und es ist dann immer mit den Jugendhackt-Terminen so, gerade so passt es noch irgendwie und es war mir eigentlich klar, dass ich dann als Mentorin wiederkommen will, weil irgendwie ein Jahr ohne Jugendhackt, das wäre traurig. Dabei sein ist also alles. Jetzt habt ihr euch dafür entschieden. Jetzt habt ihr euch entschieden, hierher zu kommen. War das vorher viel Vorbereitung? Nee, also es gibt halt ein Vorbereitungstreffen für die Mentoren und wenn man da keine Zeit hat hinzufahren, dann macht man ein Hangout abends irgendwann und kriegt erklärt, was Mentoren eigentlich machen hier. Aber als Teilnehmer weiß man jetzt schon zumindest, was Jugendhackt ist und den groben Ablauf. Und da muss man nur da sein. War für dich denn zum Beispiel der Wechsel schwierig? Also musstest du im Kopf einen Schalter umschalten und sagen, ich bin dieses Jahr nicht mehr Teilnehmerin, sondern Mentorin? Also gibt es dann so Momente, wo du das vergisst und dich an einen Mentor wenden möchtest und dann fällt dir ein, ach nein, ich bin ja selber Mentorin? Oder wirst du auch noch manchmal verwechselt als Teilnehmende? Ja, also das Letzte auch auf jeden Fall. Aber man kann sich ja auch als Mentor mit anderen MentorInnen beraten. Es ist nicht so, dass man dann plötzlich da steht und ganz alleine alles schmeißen muss. Das kann ja auch jeder Mentorin, auch was ganz anderes und man hilft sich so gegenseitig. Was war nochmal der erste Teil? Da wollte ich nämlich auch was zu sagen. Ich hab mir ob bei dir im Kopf so ein Schalter umgegangen ist? Ja, ich war mehrmals so, gerade so beim Brainstorming hatte man mehr so das Bedürfnis, auch etwas zu den Projekten halt beitragen zu wollen. Also dann halt sich darauf einzulassen, halt eher die Jugendlichen dabei zu unterstützen, als wirklich selbst dann aktiv zu sagen, oh, ich würde das jetzt so machen. Und aber es ist auch schön jetzt so und eher Geburtshelferin zu sein als Gebärende. Sehr schöne Analogie. Gab es irgendwas, wo ihr im Vorfeld nicht mitgerechnet habt, wo ihr gedacht hättet, so, oh krass, das muss man als Mentorin oder Mentor auch können? Ui, das ist schwierig zu beantworten. Es sind halt jedes Mal immer bei Jugendhackt, egal ob als Teilnehmer oder Mentor, immer wieder viele spannende neue Dinge, die jedes Mal neu sind, finde ich. Da war egal, ob man Teilnehmer oder Mentor ist. Wie war das für dich? Hattest du besondere Herausforderungen, die du meistern musstest? Ja, also ich finde das wie Jasle relativ schwierig zu beantworten. Also gab es jetzt nichts Riesiges, wo man dachte, oh je, was ist das denn für ein Berg, der sich da vor mir auftut. Also du würdest sagen, es ist absolut schaffbar und du würdest es auch jedem ans Herz legen? Ja, auf jeden Fall. Also jeder, der jetzt schon die Uhr ticken hört und weiß, dass es ist jetzt bald zu Ende als TeilnehmerIn, dann würde ich jedem sagen, er kann ja gerne als MentorIn wiederkommen. Also es ist auf jeden Fall schaffbar und super schön. Okay, auf jeden Fall schaffbar, aber was, sozusagen, wenn jetzt sich jemand nachdenkt, so geil, irgendwie Mentorin, Mentor, kann ich nächstes Jahr auch nochmal kommen, was muss man mitbringen, also worauf muss man sich einstellen? Wahrscheinlich die größte Umstellung ist, dass man dann nicht mehr da an seinem Projekt einen Tag arbeiten kann, sondern dass man oft auch dann mehreren Projekten hilft und nicht mehr so selber dieses jetzt mein Projekt jetzt umsetzen, bis morgen, dann ist Präsentation, da muss ich irgendwas haben, was ich dann zeigen kann. Sondern dass man dann halt vielen hilft, ihr Projekt fertig zu bekommen.
Was würdest du sagen, was muss man mitbringen? Also natürlich eine Offenheit, aber die braucht man sowieso für Jugendhackt eigentlich. Ich würde sagen, also man muss natürlich Freude haben, irgendwie mit Jugendlichen zu arbeiten, das ist ja klar, aber ja, man muss einfach, das Einzige, was man haben muss, ist, dass man ein offener, netter Mensch ist, der gerne Lust hat zu helfen und was machen möchte. Und vielleicht, man muss ein bisschen mehr Vorbild sein, also weniger ungesunde Dinge machen als vielleicht als TeilnehmerIn irgendwie. Also du spürst die gewachsene Verantwortung sozusagen. Ja. Alles klar. Wir machen gleich weiter. Ich stelle mich noch für die letzte ganz persönliche Frage, stelle ich mich zwischen euch. Wollen wir dabei schon mal nach vorne gehen? Aber damit ganz, die nächste ganz langsam, Gruppe, ganz genau, schon mal so langsam nach oben strömen. Also, und sich vorbereiten. Ihr seid jetzt sozusagen die Mentorin und Mentor. Und es gibt die Hackerinnen und Hacker. Und was ich jetzt gerne von euch noch wissen wollen würde, und zwar ganz ausführlich den Moment beschreiben: Wann habt ihr zum ersten Mal die Jugendlichen gesagt? Ja, also. Ich arbeite im Moment auch in der Schule, das heißt, ich rede auch ganz oft von den Kindern und so. Und das ist, ist so, ja, ich weiß nicht, es kommt so. Es ist einfach so passiert. Kannst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Nicht so wirklich. Bei mir war auch, dass ich letztes Jahr als erstes Mal als Mentor dabei war und da auch gerade FSJ gemacht habe in der Zeit, dass das dann nicht so, dass da quasi schon vorher so ein bisschen der Übergang von ich bin jetzt Teilnehmer zu, ich bin jetzt irgendwie, ich leite das oder so, war das dann irgendwie nicht mehr so bewusst bei Jugendhack, dass da war. Alles klar. Also ich halte aber fest, es ist ein fließender Übergang, der nicht wehtut. Genau. Ihr habt das ja gerade auch schon gut gesagt. Ich glaube, man muss sich jetzt auch als Teilnehmerin oder Teilnehmer, wenn man überlegt, vielleicht Mentorin oder Mentor zu werden, sich nicht so viele Sorgen machen, dass man irgendwie alles können muss oder so, weil ehrlich gesagt, was ich immer von den Mentorinnen und Mentoren mitkriege, oft genug müssen die sich selber Dinge von den Jugendlichen erklären lassen und sagen dann, oh, davon habe ich gar keine Ahnung. Würdest du sagen, dass man sich da auf jeden Fall locker machen kann, wenn man irgendwie als Teilnehmerin oder Teilnehmer sich jetzt noch nicht ganz sicher ist, ob man das Zeug dazu hat oder so? Ja, also da kann man sich auf jeden Fall locker machen. Also man lernt auch als Mentorin noch ganz viel. Und wie gesagt, es sind ja ganz viele Mentorinnen da. Also man muss keine Angst haben. Würdest du auch unterschreiben, keine Angst? Definitiv. Keine Angst, werdet Mentor oder Mentorin. Vielen Dank, Anne und Jasle. Dankeschön. Applaus